Und damit ganz recht herzlich willkommen zum Nahverkehrsupdate im März, unter anderem heute mit Themen aus den Städten München, Lissabon und Dresden. In München wird nach jahrelanger Verzögerung die U6 nun endlich ausgebaut. Die Verlängerung vom Klinikum Großhadern bis nach Martinsried wurde jetzt mit einem Spatenstich am 6. Februar gefeiert. Dabei waren unter anderem Ministerpräsident Markus Söder und Minister Markus Blume zu Gast. Markus Söder sagte zum Spatenstich, hier werde die kürzeste, aber wichtigste U-Bahn-Strecke des Landes gebaut. Die U-Bahn-Strecke wird dabei 950 Meter lang und wird eine neue Station in Martinsried beinhalten. In Martinsried befinden sich allerdings wichtige Forschungseinrichtungen, unter anderem auch der Universität München. Die Verlängerung soll voraussichtlich ab 2027 in Betrieb gehen. Die neuen Straßenbahnen für die Region Rhein-Neckar haben nun die ersten Testfahrten absolviert. Dabei wurden bereits 10.200 Testkilometer mit zwei neuen Straßenbahnen zurückgelegt. Dabei werden teilweise bis zu 16 Stunden am Tag Testfahrten unternommen. Sowohl Testfahrten als auch Schulungsfahrten sind dabei in Heidelberg am stattfinden. Die neuen Bahnen werden dabei von Skoda geliefert und sind als dreiteilige Fahrzeuge vorhanden. Seit mittlerweile knapp 3 Wochen kommen die neuen Fahrzeuge der Straßenbahn Dresden vom Typ NGT DXDD auch auf einer weiteren Linie zum Einsatz. Bisher fuhren sie nur auf der Linie 2 zwischen Kleinschachwitz und Gorbitz. Nun sind sie auch auf der Linie 3 zwischen Wildermann und Koschitz anzutreffen. Grund dafür ist, dass hier die Bauarbeiten zur Erweiterung des Gleismittenabstands auf der Linie 3 nun abgeschlossen sind. Diese waren hier nötig, damit sich die 2,65 Meter breiten Bahnen auch ohne Probleme auf der gesamten Strecke begegnen können. Somit können sie nun auf 2 Linien im Straßenbahnnetz von Dresden eingesetzt werden. Wann eine nächste Linie für die DXDD freigegeben werden, ist aktuell noch unklar. Kommen wir nun zum Auslandsjournal. In der Schweizer Hauptstadt Bern wurde nun die erste von 27 neuen Niederflurstraßenbahnen angeliefert. Sie traf dabei am Morgen des 1. Februars um 10.30 Uhr am Depot in der Bollinger Gasse ein. Sie wurde dabei insgesamt auf 3 Tiefladern von Valencia aus nach Bern transportiert. Sie werden dabei von Stadler gebaut. Am 18. Februar fanden dabei bereits die ersten Testfahrten statt. Sie fanden dabei nach Betriebsschluss in der Nacht in Schrittgeschwindigkeit statt. Bereits in diesem Jahr sollen die neuen Bahnen in den Fahrgastbetrieb gehen. In Poznan werden derzeit die 5-teiligen Fahrzeuge aus dem Hause Siemens vom Typ Combino modernisiert. Insgesamt 14 Stück besitzt die MPK von diesem Fahrzeugtyp. Das erste Fahrzeug ist nun bereits fertiggestellt. Erneuert wurde hier unter anderem die Elektrik, die Innenausstattung und auch das Außendesign bzw. die äußere Farbgebung. Alle Fahrzeuge dieses Typs sollen in den nächsten 2 Jahren den Modernisierungsprozess durchlaufen und fit für die Zukunft gemacht werden.
In Algerien wurde ein neues Straßenbahnnetz eröffnet. In der Stadt Mostar Ghanem eröffnete am 18. Februar das 7. Straßenbahnnetz des Landes. Insgesamt 2 neue Linien gibt es, die die Stadt größtenteils in Nord-Süd-Richtung bedienen. Insgesamt 24 neue Haltestellen gibt es auf dem Straßenbahnnetz. Die Linie 1 verbindet dabei Koruba mit La Salamandre. Linie 2 ist nur eine kurze Strichstrecke abseits der Linie 1. Eingesetzt werden hier 43 Meter lange Fahrzeuge von Alstom, dem Typ Citadis 403. Die erste neue Straßenbahn für Lissabon ist bei CAF fertiggestellt worden. Insgesamt 15 neue Straßenbahnen hat der Betreiber in Lissabon bestellt, mit einer Spurweite von 900 mm. Sie sollen auf der stark überlasteten Straßenbahnlinie 15, welche am Ufer entlang führt, eingesetzt werden. Dabei soll sie voraussichtlich ab nächstem Jahr in den Betrieb gehen. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieses Nahverkehrsupdates für den März angekommen. Diesmal vor allen Dingen mit vielen Themen aus dem Ausland. Ich hoffe natürlich, das interessiert euch auch und nicht nur deutsche Themen. Wenn ja, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben und schreibt mir das auch in die Kommentare. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche zu einem erneuten Video wieder. Da auch ein Thema aus dem Ausland, nämlich hier aus Istanbul, wo ich mich gerade befinde. Ich hoffe, ihr könnt euch auch schon darauf freuen. Das wird nämlich sehr interessant. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und tschüss. Geben, aber Kurzgerecht.